So, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind heute mal wieder bei Daniel von der Firma Animal Racing. Ihr kennt ihn ja noch aus dem RS4 Limo Diff hinten Video. Der Mann mit dem Scanner in der Hand, wo wir den ganzen Unterboden einmal abgescannt haben. Genau deswegen sind wir heute hier. Allerdings geht es heute nicht ums Diff, sondern es gibt so um dieses besonders, ich sag jetzt mal, leider hässliches Teil, weil ich feiere den Tacho vom Arbeit absolut überhaupt gar nicht. Es war auch tatsächlich so, seit dem ersten Tag geht der Drehzahl besser nicht. Ich habe das aber einmal durchgezogen, habe nicht repariert. Okay. Also wirklich, eigentlich habe ich da nie drauf geguckt. Ne? Was mich auch gerade wundert, dass die Geschwindigkeit bei 90 steht. Ja, Anfahrtsgeschwindigkeit. Ja, habe ich bei 90 ausgebaut. Musste schnell gehen, haben wir unterwegs so schnell ausgebaut hier. Nee. Was? Ah ja, guck, jetzt sind es nur 70. nein, Spaß beiseite. Also folgendes. Dieser Tacho in dem Abarth gefällt mir so absolut gar nicht. Mit dem Kencheck-Display dazu war das schon ein bisschen Erweiterung. Da war das schon so ganz cool. Aber da glotzt du halt wirklich einfach gar nicht drauf. Mhm. Plus, jetzt war es natürlich bei diesem Tacho so, dass... Ich bin ja auf was draufgetreten, Entschuldigung. dass natürlich hier... Das war die Katze. mit der Zeit einige Fehlermeldungen drin waren. Ne? Mhm. Und was ist natürlich das Einfachste, wenn man die Fehlermeldung weghaben will? Man baut einfach Tacho aus. Okay. Dann hat man nichts mehr, was Fehlermeldungen anzeigen kann. So, und deswegen kam mir die Idee, du hast das da hinten so wunderschön stehen. Ja. Wir bauen, wie bei Marius in den Golf, in den Abarth auch so einen schönen EcoMaster ADU 7. Das ist jetzt hier ein 5 Zoll. Genau. Ich würde gerne allerdings einen, den haben wir allerdings zu Hause vergessen, aber du hast ja zum Glück so ein schönes Muster. Ich würde ganz gerne tatsächlich dieses riesen, fette, geile Rennsport-Display in diesen Abarth reinkriegen. Ja, eine ganz schöne Herausforderung. Fertig. So, nein, ich feiere das einfach. Die Funktion von dem Display, dass du dir alles anzeigen lassen kannst, mit den Schaltblitzen, Fettgeschwindigkeit drauf, die ganzen Temperaturen und alles kann man sich da anzeigen lassen. Das finde ich schon cool. Da gehen wir jetzt allerdings später drauf ein. Das heißt, wir werden jetzt nicht... Mann, ja, hier liegen ein paar Sachen rum, Entschuldigung. Wir werden jetzt nicht thematisieren, wie wir das Ganze anschließen und so weiter, sondern es geht wirklich rein dabei nur hierum, wie wir jetzt dieses Display hier schön reinkriegen. Ja. Da hast du dir was überlegt. Ja, das ADU 7, ne? Also genau. Quasi den, ja, wir wollten ja erstmal gucken, ob wir den reinkriegen. Ja. So war ja erstmal der Plan. Erstmal ein Test, genau. Fangen wir erstmal mit dem Scan an, wie wir das Ganze angegangen sind. Also wir haben ja quasi das Originalteil erstmal abgescannt. Man sieht ja euren Scan-Staubner. Ja, ich weiß, das ist aber auch nicht das Originalteil, oder? Also das ist kein Fiat-Zubehör oder... Nee, das wird von Kencheck mitgeliefert. Okay, weil das ist irgendwie... Auch ein Druckteil. Ich glaube, auch ein Druckteil. Auch ein Druckteil? Ja, ich glaube, es ist auch ein Druckteil. Okay, also du kannst das abwaschen, ne? Das ist nicht das Problem. Weil hier ist tatsächlich originale Ladedruckanzeige drin, aber auch keine echte, sage ich jetzt mal, sondern auch eine, die ist halt aus dem Steuergerät errechnet. Mhm. Okay. So schön mit Shift Up und Shift Down. Nee, Shift Down nicht, nur Shift Up. Mhm. Shift Up. Zum Ökofahren, ja. Das ist ja. Zum Ökofahren, genau. Ja. Okay, so, das heißt, dieses Teil habt ihr gescannt. Genau, klassisches Verfahren wie beim letzten Mal im Video. Eingesprüht, abgescannt und dann haben wir quasi... unsere Scan-Datei bekommen, also das ist das, oder beziehungsweise der Netzkörper sozusagen. Kann man da gerade irgendwas mit anfangen oder ist es eine reine Punktewolke? Das ist quasi eine reine Punktewolke, ja. Okay. Jetzt in dem Fall ist es schon ein Netzkörper, also das ist schon... Also die Oberfläche gibt es schon? Die Oberfläche gibt es schon, du musst dir jetzt quasi noch Ebenen setzen und dann kannst du aus dem einen Volumenkörper bauen. Also es gibt ja einmal einen Flächenkörper, der ist wiederum hohl, aber du musst ja einen Volumenkörper draus machen, damit du den halt bearbeiten kannst. Ne? Nachdem das geschehen ist, sieht es dann so aus. Das ist jetzt schon... Das ist das fertige Teil. Genau. Mit schon den ADU-Abmaßen reingelegt. Richtig. Hier okay. Hast du. Jetzt sieht man natürlich direkt, dass das ziemlich... Also das ist jetzt ja nur das 5er und wenn ihr euch jetzt das 7er anguckt, dann ist es schon sportlich eng. Oder? Das ist schon Oschi. Aber jetzt muss das Große rein. Hier, was ist das hier? Also das ADU 5. Um das schon mal vorwegzunehmen, so ungefähr wird das Ergebnis am Ende werden. Das ist jetzt BMW, vermute ich mal. Ja. Das heißt Original-Tacho raus und dieses 5er ADU, würde ja auch ein 7er reingehen? Eigentlich? In den E46 tatsächlich ja. Und das rein. Sieht schon geil aus. Ne? Ich finde es mega. Ist halt ein bisschen mehr als einfach nur das Display irgendwie reinzuflanken, ne? Sondern ist schon... Ja, so ein bisschen Racy-Optik. Ich meine, ist ja auch Geschmackssache, ob die Muster halt jemandem schmecken oder nicht. Ne? Ja. Ja. Wo haben wir das andere? Hier haben wir, das war das erste. Ich hätte gerade noch eine andere Idee. Ah, okay, geil. Und das ist dann? Das ist auch das gedruckt? Das ist auch gedruckt, ja. Aber das ist im Nachhinein beflockt worden. Mhm. Einfach, um eine schönere Haptik zu schaffen, ne?
Mhm. Ich meine, Flock gehört ja eh so ein bisschen ins Rennauto, oder siehst du ja oftmals im Rennauto. Ne? So beflockte Armaturenbretter. Genau. Weil es einfach so krass leicht ist, weil es leichter ist, als wenn man es beziehen würde? Warum macht man das? Okay. Ja, ich meine, sowas ist schwer zu beziehen. Ne? Ja, klar. Also du könntest ja jetzt noch hingehen und es lackieren lassen oder so, aber dann hast du schon das Problem, bei den Mustern da den Lack reinzukriegen, ist schon extrem schwer. Und wenn du da mal reinguckst, siehst du, dass der Flock bis in die kleinsten Lücken reingeht. Geht komplett durch. Wie seid ihr auf das Muster gekommen? Einfach nur so frei raus, ja. Weil es leichter ist, als wenn es komplett geschlossen genau. wäre. Ja. Könntet ihr theoretisch aber auch in geschlossen? Alles. Bietet ihr die auch für andere Leute an? Gibt es die zu kaufen? Ja. Okay. Was ist da so ein Portfolio? Welche Autos habt ihr schon gemacht? E90, E46, E36, jetzt Fiat. Was immer wieder krass ist, egal, irgendwie gefühlt ist ja Rennsport immer erstmal BMW. Ja. Also gefühlt sind 80% der Autos, die rumfahren, definitiv BMWs immer, ne? Gerade E36, ja. Also der ist ja ultra krass auf der Nordschleife oder auch auf anderen Rennstrecken vertreten. Mm-hmm. Ich wüsste noch eine Steigerung, die können wir für, wir haben noch ein paar Sachen mitgebracht. noch krasser würde ich finden zum Beispiel, wenn man das von hinten einlässt, dass man das bis an die Kante randruckt, weißt du? Dass man, wenn man hier schon so eine schöne Bördelkante drauf hat, dass das Display quasi so komplett eingelassen ist. Ach so. Ja, und dann dementsprechend Löcher macht für die LEDs. Das ist auch eine Idee. Dann, dass du quasi über die tiefen Löcher dann die Scheiben genau, siehst. Genau, und es halt nochmal planer ist, weißt du? Das ist so richtig, nur das Display so eingelassen ist. Mhm. Wir zeigen euch nachher, warum ich diese Ideen hatte, weil ich habe mir im Vorfeld auch schon ein bisschen was überlegt. Nicht für den Abarth, sondern für die anderen Projekte, die unten noch warten. Und da müssen wir das Ganze ein bisschen undercover-mäßiger noch reinbringen. Weil das wäre dann ja wirklich, dann sieht man ja gar kein Eco-Master nichts mehr. Ne? Nee. Okay, so, weiter im Text. Das heißt, ihr habt das gescannte Teil genommen. Zeig nochmal das erste. Ich glaube, wir erklären das auch nochmal dran. Also den Rohscan. Da. Weil jetzt muss man das nochmal so erklären. Das ist jetzt theoretisch die Verkleidung, die am Ende davor kommt. Ja. Das heißt, ihr habt jetzt hier hinter konstruiert. Richtig. Ihr habt jetzt quasi ein Teil konstruiert, was wir jetzt drucken können, was dahinter kommt. Genau. Und wir zum Schluss weiterhin diese Originalblende verwenden. Und unser ADU aber schön dahinter ist. Genau. Okay. So, und dann ist das Ergebnis daraus gekommen. Mit dem 7er ADU. Das werden wir auf jeden Fall auch erstmal testen, wie das Ganze aussieht. Ich kann das mal ein bisschen drehen. Siehst du auch hier, ne, wenn du das von oben anguckst, dass das alles nicht gerade angesetzt ist. Es war schon eine krasse Konstruktion. Ich meine, eine STL-Datei zu bearbeiten oder eine Scan-Datei ist immer so eine lustige Geschichte. Wegen Datenmengen? Oder? Ja, erstens wegen Datenmengen und dann musst du dir wirklich halt die Ebenen aufsetzen. Ne? Das ist halt wie abpausen auf einem Blatt Papier, wenn du halt was unten drunter hast. Oder wenn du, weiß nicht, am Fußball ist das ganz gut zu erklären, du musst halt über eine Drehachse halt einen Volumenkörper erstellen. Mhm. Ja, und das ist die einfachste Art und Weise. Und du siehst ja, wie komplex das hier ist. Ne? Aber ist das dann in so einem Fall schon, dass ihr da übertrieben gesagt jede einzelne Linie ziehen müsst? Oder kann ihr das schon in gewisser Weise aus Standardgeometrien irgendwie berechnen, konstruieren? Nee. Du konstruierst von null. Jeden Radius da überall einzeln rein? Ja. Okay, da muss man ja schon ein bisschen Übung haben, ne? Bis das so. Ja. Ja gut, Simon ist ja mittlerweile so eine Rakete da drin. Ne? Bis das so sitzt. So, okay. Jetzt habt ihr zum Glück auch hausintern einen Drucker. Ja. Und konntet schon mal etwas drucken. Genau. Und hier liegt es schon. So sieht nämlich das Teil aus. Jetzt sieht man hier nämlich mal, sieht nämlich noch viel, viel krasser aus, wie groß das Display eigentlich ist. Ne? Also wir legen jetzt hier mal das 5er rein, 5 Zoll und 7 Zoll. Ja, schon ein Unterschied. Das ist dann doch schon ein ganz schöner Unterschied. Ja. Ne? Das heißt, wenn wir jetzt unser 7er, können wir hier genau reindrücken. Das ist jetzt natürlich nicht ganz... Ja, ich habe den ein bisschen zu stark gedruckt hier, aber er geht schon rein. Also der... Du darfst ihn reindrücken. Genau, ich bin schuld nachher. Ich will es nicht kaputt machen. Was diese Drucktechnik heutzutage so kann. Ne? Ja. So, und jetzt sagt es ja sogar auch noch, dass das... So, er geht natürlich noch viel, viel weiter rein. Ja, ja. Und hier ist es dann so, jetzt muss ich selber gerade erstmal kurz nachdenken. Hier kommt das so rüber. Genau. Nur viel mehr hast du ja nicht. Ach so, der Riemen kommt gar nicht mehr vor. Nein, das ist dein Austauschteil. Ah, okay, verstehe. Genau. Jetzt habe ich es verstanden. Dann war es von mir eben gerade falsch erklärt. Und von mir falsch verstanden. Ja. Okay, der Ring kommt komplett weg und dieses Teil kommt komplett als Einsatz rein. Ja. Okay, dann werden wir eine Baustelle auf jeden Fall haben, dass ich dann hier links eine offene Stelle habe, weil da ist eine Originalabdeckung ausgesägt. Jetzt hast du noch eine offene Stelle. Nachher können wir da immer noch was dran bauen. Ne? Mhm. Das heißt, entweder wir konstruieren hier eine Nase noch dran. Mhm.
dass es davor ist, oder wir machen einfach die Abdeckung plan. Willst du das Scan-Check wieder fahren oder was? Das weiß ich nicht. Oder irgendwas. Oder wir konstruieren eine Fläche hin und ich sehe hier schon so extrem coole Schalter von euch, ne? Ja, das ist auch ein Prototyp für den Kompakt von mir. Dürfen wir mal zeigen. Ja, klar. Ich habe da schon ein Bild gepostet. Ich hatte die zuerst gemacht. Im Licht sieht das gar nicht mal so schlecht aus, aber es wirkt einfach zu unruhig. Wenn du zu lange drauf guckst, dann weiß ich nicht. Und dann habe ich gedacht, okay, machst du lieber innen eine glatte Fläche und machst dann außen ein bisschen was. Und ich finde, das harmoniert einfach besser mit den. Das sieht irgendwie so stealth, militärisch, ja, irgendwie so futuristisch aus. Ne? Da kommt es auch her, ja. Könnte auch in so einem Helikopter irgendwie drin sein. Ne? Ja, man muss es mögen, ne? Ja, der soll halt schwer zu bedienen sein, ja, dass du nicht per Zufall, wenn du hier irgendwelche Knöpfe drückst während der Fahrt, du kennst das ja selber, wenn du irgendwo in der Kurve bist und willst einen Schalter drücken, dann sollst du schon gezielt auch mit dem Finger da reingreifen können, ja, ohne dabei, weiß ich nicht, dein ABS zu deaktivieren. Verstehe, das heißt, du kannst so mehr oder weniger blind tasten, das ist der obere. Genau. Und auch hier den Schutz zu den Whip-Schaltern, ne, dass du deine Spritpumpe nicht deaktivierst oder Ignition oder was du auch drauf hast. Das ist schon richtig. Du kannst es hier ja frei belegen, das ist ja dir dann frei überlassen. Ja. Und das sind jetzt auch das ist beim Kompakt genau die Maße von Mittelkonsole? Ja, das passt so rein. Okay, cool. So, okay, das heißt, wir müssen eigentlich schon Folgendes machen, bevor wir hier ins Finale gehen, weil das ist ja noch nicht der Enddruck. Nein. Das ist noch, sieht man auch, ein Unterschied zu dem? Ja. Das ist ein anderes Material. Genau, das ist PLA und das ist ein carbonversetztes Filament. Also hast hier viel mehr Steifigkeit. Und das Allerwichtigste ist, PLA ist nicht Freund von Sonneneinstrahlung. Also du hast da halt eine begrenzte Temperatureinwirkung. Ne? Und dann verzieht sich das irgendwann. Ah krass, das verzieht sich. Ja, definitiv. Okay, also ist das hier wirklich reiner Platzhaltermuster erstmal? Genau. Den ich erstmal mitnehme, den wir da so ranhalten. Jawohl. So. Weil jetzt sieht man halt von der Seite, wird man dann schon so ein bisschen sehen, dass wenn das Display hier weg ist, da wird schon irgendwas fehlen, so würde ich jetzt mal so sagen. Kann natürlich auch cool aussehen, weil es halt ein richtiger schöner Einsatz ist, der so drin ist. Das müssen wir uns definitiv mal angucken. Okay. Nur du hast Kreativität ist ja Platz ohne Ende. Aber zu groß finde ich nicht. Nee, das ist ADU ist natürlich geiler als ADU 5, aber ich war mir damals einfach unsicher und ich habe das ADU 5 vorher bestellt, bevor ich rausgefunden habe, dass das ADU 7 doch da reingeht. So, also klar, man verdeckt die zwei LEDs vielleicht von den oberen. Ja gut, beim ADU 7 ja. Da wird man hier Für dich kommen ja eh nur die Mitte in Frage. ein, zwei LEDs, aber ob ich die da jetzt außen habe oder nicht, das ist auch Pen. Aber die in der Mitte sieht man, und die sieht auch irgendwie, ich finde das geil, wenn das so komplett ausgefüllt ist. Ja, ist halt Stylo, ne? Hier ist es auch wieder, bei dem finde ich, ist es auch wieder ganz was anderes, wie ich, hier würde ich es nicht von hinten rein konstruieren. Weil hier finde ich, ist das gerade so mit den abgesetzten Kanten, weißt du, weil das so die gleichen Abstände und alles so hat. Das finde ich gleich wieder, das hat irgendwie was. Also ich glaube, im Auto kommt da schon richtig. Okay, aber das heißt, hier unten sind die Rundungen logischerweise genau gleich. Genau. Der Ausschnitt für die Lenksäule ist identisch. So, jetzt überlege ich noch eine Sache. Wie tief sitzt das Display da am Ende drin? Ganz hinten. Bis Anschlag. Das ist mit Absicht so gewollt. Ja, ich. Das ist krass, wie stabil immer dieses. Wie dann doch. Du schwitzt wahrscheinlich schon gerade, weil ich so drauf rumdrücke. Naja, aber es kann schon was. Nee, ich stelle es mir nur gerade optisch vor, wenn das Display jetzt ganz hinten drin versenkt ist. Ja, da hast du halt noch ein bisschen Raum hier, ne? Das wirkt halt nochmal. Wirkt besser. Ja. Wirkt cooler. Definitiv. Der Tacho ist ja quasi auch. Weg. Extrudiert drin irgendwo. Ja. Ne? Hat halt schöne Tiefe. Ich finde das halt schöner. Allein durch die Scheibe halt schon. Ne? Ja. Wenn noch ein bisschen schütteln, fährt er 240. Ja. okay, cool. Ich glaube auch gerade, wenn man es dann noch beflockt und dann die Tiefe hat. Ja. Sieht sehr edel aus. So, okay. Ja. Nee, also hier geht's weiter auf jeden Fall. Also erstmal vielen, vielen Dank. Ich finde es extrem geil. Weil ich weiß, wenn wir jetzt angefangen hätten, da irgendwas mit Platte zu bauen, das hätte in dem Fall mit diesem runden Tacho niemals so ausgesehen. Nee. Wie. Wenn jetzt 1 Million Leute um die Ecke kommen und auch gerne sowas hätten. Ja. Nicht für den Fiat, sondern für Autos, wo man jetzt gerade noch gar nicht dran denkt. Ja. Sowas möglich oder eigentlich unbezahlbare Arbeit, weil es halt schon Aufwand ist. Also heißt, es müssen Modelle sein, die sich für euch rechnen, weil es ihr später ein Sortiment aufnehmen wird. Ja, gut, wir machen auch Sonderanfertigungen, ne? Aber der Kunde muss halt bereit sein zu sagen, okay, ich will das unbedingt haben, mir ist es egal, was das dann kostet. Aber wenn es jetzt ein Auto ist, wo wir Potenzial drin sehen, dass wir sagen, okay, das
ist, weiß ich nicht, demnächst das Auto auf der Rennstrecke, dann geht da was. Geht da was, ja. Geht da was. Golf 3 ist, glaube ich, auch so ein Auto. Da würde das auch gut aussehen. Golf 3? Ja, weil der hat schon einen richtigen Tacho-Einsatz, ähnlich ja. wie das. Ja. Und da würde das der ist auch nicht klein. Da würde das auch cool so aussehen. Ja. Ja, Mario sitzt da, der lacht gerade. In den B5 müssen zwei Autos. Ja, der B5 ist das einzige Auto, wo der Innenraum ist mir heilig, der muss genauso aussehen, wie er aussah. Zumindest in manchen Bereichen. Mhm. Aber wir gehen jetzt mal runter und gucken mal, was ich noch so mitgebracht habe. Mhm. So, Daniel, Teil Nummer 1, was ich dir mitgebracht habe. Ich freue mich. So, pass auf, hier Abarth Stoßstange. Ist jetzt nur Spielerei von mir. Ja. Ich habe die Tagverlichter rausgemacht. Hier. Ja. Und einfach erstmal ein Gitter reingeklebt. Und mein absoluter Volltraum wäre, wenn wir das als Bremsenbelüftung benutzen, links, rechts. Okay. Das heißt, wenn wir, jetzt sehe ich allerdings ein Problem, wir werden die Gitter wieder ausmachen müssen, das ist aber nur Heißkleber. Ja. Diese drei Punkte abscannen, inklusive der Anbindung, dass man da vielleicht irgendeinen Druckteil, eine Art Trichter auf einen normalen Schlauch konstruieren könnte. Bauraumtechnisch, wie sieht es dahinter aus? Das muss ich nochmal prüfen. Okay. Also das würde ich da nochmal gucken, ob da irgendwas im Weg ist. Ich meine aber nicht. Step 2 wäre, was ich auf jeden Fall auch gerne mit abscannen würde, wäre das Gitter vorne. Mhm. Das ist nämlich links und rechts definitiv komplett frei, mhm. dass man sonst vielleicht hier diese Fläche nutzt, irgendwie auf dem Trichter. Mhm. Ist das Gitter? Das ist auch schon ganz schön robust, ne? Ja. Man könnte theoretisch auch... Oder was sind deine Ideen so? Was würde Sinn machen? Auch Sinn zu drucken, das ist, weißt du, macht ja auch keinen Sinn, irgendwelche Teile zu konstruieren, die undruckbar sind oder Stunden dauern. Ja, das Tage. Also ein Segment hier reinzudrucken ist einfacher als jetzt das ganze Gitter. Nee, das ganze Gitter will ich auch nicht. Ach also, so. Nee, ich dahinter. Ach, dahinter? Ich nur dahinter. Ja, dann ganz normal genau. Hier die Sektion abscannen und hierfür was konstruieren dahinter. Ne? Aber willst du dann hier einen Ausschnitt machen oder willst du das Gitter so lassen? Das will ich komplett okay, so lassen. Ja. Ist ja genug Luftführung. Genau. So, das würde ich komplett so lassen und dann einfach nur von hier auf, das muss jetzt auch nicht so ultra aufwendig sein, das reicht mir, wenn das nur die Kontur hat und wir es gegenkleben. Ist auch vollkommen cool. Machst du einen Schlauch dran? Ja. Okay. Schweren Schlauch? Nö. Ja, diese typischen Belüftungs-Wellrohrschläuche. Ja, obwohl es gibt ja mittlerweile harte Kleber, die kriegst du nicht mehr ab. Welches, was würdest du aus dem Bauch heraus, eigentlich hätte ich die gesagt, aber eigentlich kommen mir die unteren fast einfacher vor, oder? Weil hier unten sitzt eh nur der Ladeluftkühler hier. Mhm. Und Wasserkühler hier und links, rechts ist komplett frei. Also es geht ja aber auch um die Bremsenbelüftung. Genau. Die. Echt? Ja. Weil? Weil geiler wird. Also wir können, das Geile ist hier, der Bauraum ist echt top. Wir können das Race-Gitter-Muster behalten und einen schönen Trichter da reinbauen. Mhm. Sogar mit dem Muster von dem Race-Gitter. Jetzt gerade habe ich meinen offenen Luftfilter hier hinterliegen. Mhm. Also es muss auf jeden Fall, ich meine bis hier, wo die Radtauschschale ist, ist Bauraum frei. Ja, ist doch super. So, ich müsste nur noch mal gucken, wo wir den mit dem Schlauch abgeben. Das müsste ja. ich am Fahrzeug noch einmal checken. Dann würde ich halt, weil ich eh das Rohr noch mal die Ansaugung ein bisschen abändern muss, würde ich halt den Luftfilter hier unten noch reinlegen. Ja. Wäre auch kein Problem. Nö. Also ich würde es auf jeden Fall hier oben reinmachen. Das ist einfach optisch dann krasser, ne? Ein richtiges Highlight, ja. Hm. Und du kannst halt sagen, okay, ich will, keine Ahnung, 45 Grad nach unten oder 90 Grad, wie auch immer. Und von der Fläche her reicht auch. Absolut. Das passt. Absolut. Okay, cool. Okay, das heißt, wir müssen einmal, musst du beide Seiten scannen? Was würdest du jetzt machen? Nee, eine reicht, ich kann nicht spiegeln. Eine reicht im Spiegel, ja. Ne? Weil die werden schon gleich sein. Ja, ja. Hoffe ich doch mal. Okay, das ist Baustelle Nummer 1, die klingt jetzt ja gar nicht so auf. So, pass auf, jetzt machen wir weiter, Lambo. Wir bauen das mal so ein bisschen auf. Hier habe ich diese wunderschöne Mittelkonsole mitgebracht. Da sitzt original ein Navi drin. Hast du das mitgebracht? Nee, selbstverständlich. Wunderbar. Hier sitzt, wo wir gerade drüber gesprochen hatten, die Kanzel, die sitzt dann ungefähr hier. Wenn ich dir jetzt gleich diesen Tacho dazu zeige, dann weißt du, warum wir das Ganze machen. Weil das ist der Tacho dazu. Das ist der Lambo-Tacho. Ja. Also vor allem der krasse ist, LP560-Nachfolger sieht fast genauso aus. Was, soll da auch ein ADU rein? Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also kein ADU, sondern da würde ich noch eine Nummer krasser gehen. Da würde ich gerne, weil da ein Cyvex-Steuer gedreht ist und ein Plex-Display. Die sind leider noch nicht da, die muss ich dir natürlich dann erstmal nochmal okay. Noch mal passend besorgen. Aber dieses Ding sitzt da... Gesagt, was ist das denn auch schlimm? So, hier drin. Also Platz ist da genug. Ja. Jetzt natürlich noch ein bisschen tiefer. Oh ja, Platz gut mehr. Ja. Ist jetzt nicht schlecht, aber ich glaube, wenn wir da in der Tiefe mit so einem beflockten, so ein geiles Display drin hätten, dann glotzt in den Lambo rein. Passt irgendwie zu dem Auto, finde ich. Wohl's cool? Ja, das finde ich noch ganz cool. So. Aber ich finde, der Tacho passt nicht zum Auto. Ja, wenn, dann müssen wir alles umbauen. Ja, ja. Weil hier hätte ich eigentlich gerne so richtig geil so eine Ganganzeige. Es gibt diese Displays auch in ganz klein und viereckig. Mhm. Da würde ich zwei Stück von nebeneinander machen. Mhm.
Und dann haben wir da nämlich richtig fett einmal Gang und als Beispiel einmal Nahdruck. So richtig schön prägnant fett in der Mitte. Das ist der Navi. Mhm. Und das würde ich auch gerne rausmachen. Deswegen habe ich jetzt die ganze Mittelkonsole gemacht. Die links und rechts, die sind von hinten nur geschraubt. Mhm. Das heißt, ich würde es, glaube ich, so machen, ich würde dieses Komplette einfach rausmachen und die mit ran konstruieren, dass wir wirklich auch da einen kompletten Einsatz reinmachen. Mhm. So, und da kommt dann ungefähr ein Display in der Größe rein. Okay, das wird gut. Das sieht halt richtig nach Rennauto aus. Ich feiere sowas. Ich finde, analoge Tachos sind einfach für mich ausgestorben. So. Also, ich hätte das gerne schon 1990 gehabt, aber... Mich nervt alleine leider, dass die Griffe, dass sie alle abgegriffen sind, ne? So vom Softlack her. Und das wiederherzustellen mit Lackieren und Lasern und so weiter. Boah, jetzt werden mich viele hassen, weil ich gesagt habe, analog ist ausgestorben. Nein, also ich sehe das auch so für, ist halt ein Auto mittlerweile, Baujahr 2005. Ja. Klar ist das nicht schlecht, aber für die Technik, die in das Auto reinkommt. Ja, auch vor allem von der Optik her. Ja. Das Auto ist halt einfach ein Flugzeug, ne? Das musste rein. Und beflockt wahrscheinlich, ne? Würde da wahrscheinlich auch ballern, ne? Ja. Halt das mal rein. Du kannst die Farbe ja auch noch bestimmen, ne? Du kannst ihm mal sagen, oder schickst ihm ein Musterteil und der holt dir den Farbton auf das Flock. Oder auf den Flock. Das ist alles machbar. Wir machen jetzt Folgendes. Wir scannen ein bisschen, zerlegen das alles, ja. Fahren in der Zwischenzeit nach Hannover und stecken das auf jeden Fall einmal noch mal kurz in den Abarth rein, dass wir wissen, wo es steht. Ja. In der Zwischenzeit ist in unserer frisch KTL-beschichteten Hinterachse von Herrn Schwan, haben wir die alten Lager ausgepresst und haben die neuen Uniball-Lager eingepresst. Das heißt, die ist jetzt definitiv spielfrei und kann wieder eingebaut werden. Aktuell schweißen wir noch, wie wir gesagt haben, die Hinterachsaufnahmen um. Die zeigen wir euch dann auch nochmal. Aber dann kann das rein. Nächste Sache, die ich in der Zwischenzeit gemacht habe. Ihr erinnert euch, was war mit dir, ne? Bei Salem, als wir mit Reifen geguckt haben? Nee, war ich nicht dabei. Ist auch egal. Auf jeden Fall, das war der alte Reifen, der Nankang AR1 200 205 40 17. Das ist der neue Reifen, den ich damals gerne drauf machen wollte, wo es dann hieß, nee, passt nicht, auf gar keinen Fall wird alles schleifen. Michelin Pilot Cup 2, für mich immer noch Master Dingel. 215,45. Das heißt, der ist sowohl dicker als auch breiter. Ich finde das Profil cool. Ja, ich finde, das sieht sowas von geil aus. Also da, ich finde einfach, das sieht einfach... Motorsport. Genau. Normalerweise würde man sagen, sieht hässlich aus, weil ist so dick und wulstig, ne? Aber auf so einem Auto ist das irgendwie... Weiß ich nicht, ist das irgendwie, finde ich, Maß der Dinge. So, breiter kann ich jetzt gar nicht unbedingt sagen. Wenn ich das hier so angucke, sieht man mal, der Nankang ist irgendwie krass eckig. Der ist irgendwie viel eckiger als der hier. Aber ich bin gespannt. Ich wollte euch jetzt eigentlich zeigen, wie ich es draufstecke. Aber ohne Hinterachse und mit zerlegter Vorderachse wird das nichts. Also der Reifen war schon extrem gut. Also das Einzige, was ich sagen kann, der Nankang-Reifen, du bist mit dem Auto außer Box gefahren und der hat sofort funktioniert. Mhm. Diesen Reifen haben wir ja auf dem X-Bow drauf. Ja. Und da war es schon so, dass man den merklich warm fahren musste. Mhm. Den musste man wirklich 2-3 Runden auf Temperatur bringen. Wenn er dann allerdings auf Temperatur war, hatte ich mit dem X-Bow, egal wie viele Runden ich gefahren bin, nie das Gefühl, dass er abbaut. Mhm. Das heißt, die Reserven von diesem Reifen sind dann, glaube ich, nochmal deutlich höher. Okay. Auf jeden Fall, ich hatte mit dem Reifen immer das bessere Gefühl. Mhm. Bei einem Heckantrieb-Auto. Ja, okay. Frontantrieb, muss man mal gucken, weil traktionsmäßig sieht so ein Reifen natürlich schon brutal aus. Ne? Mhm. Ja, nee, ich würde ihn einfach gerne auf das Auto drauf machen, deswegen habe ich ihn jetzt mal aufgezogen. Ich wollte euch das einfach nur kurz zeigen. Man sieht schon, also von der Breite her würde ich gar nicht unbedingt sagen, dass er viel breiter ist. Da sieht man mal wieder, wie man sich täuschen kann. Ja, wobei doch, also wenn man Außenkante nimmt, dann schon. Dann kommt das hin mit 10 mm. Aber die Hauptauflagefläche ist nochmal eine andere Sache. So, jetzt gucken wir noch einmal in der Höhe. Ja, in der Höhe sieht man es halt. Da ist er halt schon deutlich höher. Ne? Was wiederum cool ist, wird die Übersetzung länger, etc. So, das ist aber eigentlich nicht der Hauptgrund, warum wir gerade zum Arbeit rüber gefahren sind, sondern, das hast du ja auch noch gar nicht gesehen. Ich muss mal kurz die Finger sauber machen, dass ich hier nicht alles einsaue. Du erinnerst dich ja an diesen hässlichen Tacho, der übrigens immer noch bei 80 km/h steht. Ja, wir können ihn. Jetzt sind wir 90 gefahren. der fliegt raus und das kommt rein. Oh, geil. Zack. Jetzt habe ich schon mal das große Display reingemacht. Bisher habt ihr im Video nur das kleine gesehen. Das ist jetzt das große. Und das ist jetzt erstmal nur ein Prototyp. Den stecken wir jetzt einfach mal ins Auto rein und gucken mal, wie das Ganze im Auto so aussieht, wirkt und so weiter. Aber das ist schon Motorsport, ne? Oh ja. Da bereue ich, dass ich einen Digital-Tacho habe, weil sonst hätte ich es auch so gemacht. Ja.
Problem ist, ja, also ich finde, in das Auto passt es irgendwie rein. In Limo würde ich zum Beispiel auf keinen Fall machen. Ich finde, es gibt so manche Autos, wo es einfach nicht passt. Ja. Und wenn man sich den Tacho anguckt, ist das nicht schlimm, dass man den rausschmeißt. Gehen wir hier mal rum. So, dieses Teil kommt hier so hinter. Ah, okay, ja, das ist jetzt halt das Problem. Die Jungs hatten nicht das Armaturenbrett zum Scannen da, sondern haben das alles anhand des Originaltachos gemacht. Und hier sieht man jetzt halt, dass wir hier zu breit sind. Das heißt, eigentlich muss das Ganze nach hinten dran. Geht jetzt aber logischerweise nicht. Wir könnten jetzt einfach das Armaturenbrett aussparen. Oder man muss das Ganze noch mal ein bisschen umkonstruieren, weil das Display ist halt schon hart groß. Ne? Mhm. Normalerweise sitzt die Kanzel hier hinten. Also so viel weiter muss das Display noch nach hinten. Mhm. Geht jetzt nicht, weil wir hinten gegenstoßen. Aber grob gesagt sieht das Ganze am Ende so aus. Das ist schon geil. Motorsport. Wenn ich mir so den Schaltblitz vorstelle, auch weil das da so tief drin ist, das ist schon krass. Das fliegt hier übrigens alles noch raus. Kein Mensch braucht mehr ein Radio in dem Auto. Das fliegt alles raus. Hier seht ihr jetzt das Problem. Also was heißt das Problem? An dem Originalen hatten wir ja drüber gesprochen, saß hier das, die originale Ladedruckanzeige und dann das Kennzeichen-Display. Deswegen ist jetzt hier gerade eine Aussparung. Da können wir uns dann überlegen, wie wir sie zumachen. Entweder nehmen wir die Abdeckung ab und machen das kurz mit GFK und Spachteln und so glatt. Oder, was ich noch viel cooler fände, dass wir sogar zwei Ohren dran machen, wie so Hasenohren. Und dann auf beide Seiten, meinetwegen entweder ein Drehschalter für Traktion oder so. Und auf die andere Seite hätte ich gerne eine fette rote Anzeige, die einfach angeht, wenn Öldruck zu gering, wie auch immer. Wo man wirklich so draufglotzt. Wo man gar nicht drauf vorbeigucken kann. So egal, wo du hinguckst, hast du dann immer im Augenwinkel auch, ne? Genau, dass mir das auch sofort auffällt. Ja, ich würde sagen, hier müssen wir nochmal nacharbeiten, aber extrem krass, wie schnell man doch heutzutage mit Scannen und Drucken sowas hinbekommt. Vielen, vielen Dank an die Jungs. Wird wirklich mega, mega, mega krass. Wenn ihr Bock habt, zieht euch auf Instagram. Wir machen hier mal einen Link rein. Zieht euch ein bisschen rein, was die so bauen. Und wir arbeiten an der Verkleidung noch ein bisschen, dass das am Ende alles passt. Ist auf jeden Fall goldrichtig die Entscheidung, dass dieses Display da rein muss. Ja, definitiv. Weil es wird einfach... Ich sehe später auf der Rennstrecke auch alles. Also ist das jetzt 7 Zoll oder 5 Zoll? 7. 7, ne? Ich kann später Wassertemperatur, Öldruck, Öltemperatur, Abgastemperaturen. Mhm. Dann kann ich mir einen Schalter hinmachen. Man kann verschiedene Displays durchklicken. Das heißt, ich kann mir zum Beispiel ein Display machen, wo er nur Werte gespeichert hat. Okay. Wo ich dann ganz genau sehe. Die Max-Werte dann? Genau. Mhm. Ich hatte auf der Runde 71 Grad Ansauglufttemperatur, 124 Grad Wasser, 300 Grad Öltemperatur. Ja, das ist gut, ja. Und theoretisch kann er sogar G-Kräfte und so weiter anzeigen. Krass. Tja, sure. Okay. Mega geil. So viel dazu. Ich bin happy. Danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal.